Hallo meine Lieben, ich habe heute für euch wieder mal ein paar aufgebrauchte und leergemacht Sachen für euch. Ich würde sagen, wir fangen diesmal wieder mit den Essenssachen an, weil das ist diesmal wieder ein bisschen mehr geworden als sonst. Und ja, einmal habe ich die Maiswaffeln von Rossmann gegessen gehabt und zum Vergleich auch die neuen von Rossmann. Ja, die sehen jetzt so aus. Es ist ein kleiner, leichter Unterschied hier. Die schmecken ein bisschen mehr nach Mais als die. Aber das ist wirklich minimaler Unterschied. Also ja. Aber sonst kann man da jetzt nicht wirklich was erkennen. Haben beides 115 Gramm und kosten so um den Euro rum. Also ja, die hole ich auf jeden Fall weiter, weil das ist gerade so mein Frühstück. Wenn ich so 4, 5 solche Dinge esse, reicht mir gerade vollkommen. Dazu esse ich dann meist dann noch von Alnatura den Bananenriegel. Ich habe jetzt auch von Alnatura noch eine andere Sorte da. Den will ich aber erst noch probieren. Aber ja, Banane, Mandel schmeckt mir bis jetzt am besten. Und ja, kann ich da euch daher euch nur empfehlen. Also die anderen schmecken mir jetzt nicht so. Aber ich bin gespannt, da gibt es jetzt einen neuen, ich glaube Mandelhonig. Und da bin ich halt gespannt, wie der dann schmeckt. Dann sind bei uns diese, ja, man kann es glaube ich nicht so wirklich lesen. Das sind Sonnenblumenkerne, gesalzene. Und ja, die sind halt alle gegangen. Das ist diese Nachfüllpackung. Und da werde ich dann einfach wieder nur welche holen, weil die kann man so wunderschön verschließen mit diesem Zipper. Und ja, die wird einfach wieder aufgefüllt. Also diese Packung landet nicht im Müll. Und ja, hier ist auch noch eine Erklärung bildlich dargestellt, wie man Sonnenblumenkerne isst. Aber ich glaube, das weiß irgendwie jeder. Oder zumindest jeder hat es mal versucht, Sonnenblumenkerne zu essen. Von daher, so eine Anleitung ist, glaube ich, so ein bisschen überflüssig. Dann habe ich auch wieder von Rossmann Eigenmarke Erdnuss- und Mandelriegel mir geholt gehabt. 3 Stück kosten 1,70 rum. Ja, also das sind schon, sage ich jetzt mal, ein bisschen teurere. Und ja, das ist ein bisschen schwül in der Wohnung, obwohl gestern übelstes Unwetter war, also nur Unwetter war, also ja. Dann habe ich für zwischendurch auch mal ein paar Salzstängel gebraucht und ja, so für zwischendurch zum Knabbern, auch sehr, sehr lecker. Da schmecken mir die Markensalzstängel besser als die Billigmarke. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber die Marken, die sind irgendwie, ja, die schmecken frisch und schick und die anderen schmecken so ein bisschen abgestanden, habe ich das Gefühl. Und ja, dann habe ich noch ein Seelenwärmer mal mit Sahne-Mandel-Geschmack, den habe ich mir in meinen Shake gemacht. Da habe ich sozusagen das mit einer, also wirklich eine Prise Zimt dazu gemacht und 2 Bananen und dann Hafermandelmilch noch oben drauf war sehr lecker und hat mich auch sehr lange satt gehalten. Also dafür verwende ich meistens diese Seelenwärme auch für den Shake. Dann habe ich ja, mein Müsli, diese Probierbecher da gehabt und ja, der war runtergesetzt. Und die kosten ja sonst 2 Euro. Ja genau, 2 Euro. Und die gab es bei uns halt, wie gesagt, runtergesetzt. Habe ich einmal Beere und Blaubeere genommen. Und ja, und habe nur 1,59 dafür bezahlt. Und Schoko habe ich auch mal probiert. Schoko muss ich zugeben, ich liebe Schokolade. Ich bin wirklich ein Schokosuchti-Junkie. Aber das war mir wirklich zu viel Schokolade, weil hier sind Schokocornflakes drin, dann so Schokocrunchy, Schokoplätzchen aus zart schmelzenden, zartbitter Schokolade und also und ganz leichte Kokoraspeln drin, aber man hat wirklich, das hat nur nach unterschiedlichen Schokoladensorten geschmeckt. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Ich liebe das halt, frühmorgens so ein Müsli zu essen und wenn da so ein bisschen
ja, fruchtig ist. Und am liebsten halt mit Beeren. Das waren hier mit Himbeeren und Erdbeeren, Himbeeren, Cranberries und Sonnenblumenkern, Johannisbeeren und ja, roten und schwarzen Johannisbeeren. Und hier waren drinne Blaubeeren, Erdbeeren, Banane. Also das sind dann so eher meine. Und was ich auch so cool finde hier drinne, ist so eine Markierung, wo man halt, ja, wo halt aufgezeigt ist, bis wohin die Milch geht, damit es halt nicht zu flüssig wird. Ja, dann Getränke habe ich einmal Glücksmoment Tee von Messner alle gemacht, der war auch runtergesetzt auf 1,50 von 2,99. Also man muss überlegen, es sind nur 15 Teebeutel drin und 2,99. Ich weiß, es gibt teurere Tees wie von meinem Puck-Tee, aber das ist halt so eine Packung. Ich finde die Packung auch richtig hübsch. Also mein Puck-Tee kostet ja auch 2,99, aber da sind halt fast 30 Teebeutel drin. Und hier sind halt diese Pyramidenteebeutel. Also ja, die sind ohne Plastik und ohne Metall. Also da ist diese, na, diese Klemme da nicht dran an den Teebeutel. Und hier ist Hagebutte, Apfel, Süßholzwurzel, Fenchel, Kokoschips und natürlichen Aromen, Kamille, Jasminblüte und Ringelblüten drinne. Und ja, also. Und man braucht halt einen Teebeutel für eine Tasse, steht auch nochmal dran. Und für eine Literkanne Tee sollte man 4 Teebeutel benutzen und, ja. Und 6 Minuten stehen lassen. Mache diese Teebeutel nochmal separat in eine Tee-Ei, weil diese meistens aufplatzen. Und damit ich halt ja das vorbeugen kann, tue ich die halt separat nochmal in Tee-Ei rein und tue die halt dann ganz normal zubereiten. Dann habe ich auch wieder fleißig Kaffee getrunken. Ich weiß, ich wollte eigentlich weniger Kaffee trinken. Und ja, 36 Stück sind hier drin. Das ist der Classic von Senseo. Der gab es auch mal runtergesetzt. Und der Milde war jetzt im Angebot gewesen bei Rossmann. Da gucke ich halt immer bei Rossmann, bei Müller. Die Billigvariante. Ja, hier sind zwar nur 16 drin, aber die kosten dann auch nur 1,50 € rum. Und ja, statt 2,99, deswegen, also es lohnt sich auf jeden Fall. Dann, apropos Tee, habe ich auch getrunken. Ich habe nicht nur Kaffee getrunken, ich habe auch Tee getrunken. Einmal italienische Süßkirsche. Ein Kamilletee habe ich gebraucht und Pfefferminztee. Ja, ich muss sagen, der Kamilletee, ich weiß nicht, zurzeit schmeckt mir irgendwie gar kein Kamilletee. Finde ich irgendwie, weiß ich nicht, eklig. Und ja, Pfefferminztee, der von Puck, ist deswegen bei mir immer noch sehr hoch im Kurs. Den kaufe ich auch sehr, sehr oft nach. Und ja. Ich liebe ihn einfach so. Dann sind natürlich bei uns auch Shampoos alle gegangen. Einmal mein Duschshampoo, was ich hatte von Swiss Opal, nämlich Kokosmilch und ja, das ist für sprödes, trockenes und normales Haar. Und ja, es riecht mega lecker nach Kokos. Ja, man muss es 3 Minuten auch einwirken lassen. Was man natürlich auch vorher machen muss, ist, man muss es kurz schütteln, weil die Kokosmilch sonst nämlich unten schwimmt. Oder oben. Also es kommt dann, wenn immer nur eine Sorte raus. Deswegen immer vorher kurz schütteln, dann ein bisschen drauf machen, dann ist Shampoo und Kokosmilch perfekt vermischt. Es ist auch ohne Silikone und ja, also ich war sehr zufrieden und konnte aber jetzt nicht wirklich feststellen, ob meine Haare dadurch
weniger Spliss hatten als vorher. Also ja, also meine Haare waren hinterher immer noch ein bisschen trocken, aber ich tue ja nach dem Waschen immer gleich noch eine Spülung mit reinmachen. Von daher, ja. Aber ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das was gebracht hat. Also ich denke mal eher nicht, weil nach dem Ausspülen haben sie sich genauso strohig angefühlt wie davor. Und ja, deswegen, also nur für den Geruch würde ich es mir vielleicht nochmal kaufen, weil es so lecker schön nach Kokos riecht. Aber von dem Effekt her, ja, hat es nicht wirklich was gebracht. Dann ist bei meinem Sohn einmal das Duschgel alle gegangen, hatte diesmal Sportfreunde gehabt. Ihr wisst, die von Bübchen riechen alle gleich. Und ja, bei Jungs gibt es halt mehrere ja, Bilder und Farben zur Verfügung als bei Mädchen. Bei Mädchen sind es zwei Stücke und bei Jungs sind es, glaube ich, inzwischen schon sechs oder sieben verschiedene Verpackungen, obwohl die alle gleich riechen. Und ja. Und das Haarshampoo auch von Schaumal benutzen wir. Und da gibt es halt nur Pink und Blau. Das Blaue sieht so aus und das Pinke ist halt mit der Fee. Weil bei meiner Tochter ist nur das Haarshampoo alle gegangen. Ist alles vegan und ja, zieht und brennt nicht in den Augen, obwohl ja. Ihr kennt das selber, das steht zwar fast auf jeder Flasche drauf, es brennt nicht in den Augen, aber wenn man es in die Augen bekommt, tut es trotzdem weh. Aber ja, ohne vegane Formel und ohne Silikone steht zumindest drauf. Ja. Und keine Parabene sind drin. Also bei denen gibt es nur zwei Varianten und ja, bei Bübchen gibt es natürlich ein bisschen mehr, was die Verpackung anbelangt. Und ich hatte auch noch einen Badeperlenspaß, nämlich Herzenszeit von Nisana, Eigenmarke von Rossmann. Und das riecht natürlich mega lecker nach verschiedenen Beeren. Und also es könnte fast so ein Früchte-Beerentee sein. Also es riecht wirklich mega lecker. Und ja, ich freue mich da immer drauf. Das war's. Mehr habe ich nicht. Meine Verpackung ist leer. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.